Liebe Follower, liebe Freunde, wir haben eine sehr intensive Plenarwoche hier in Straßburg hinter uns. Der zentrale Punkt war der Haushalt 2017 und ich freue mich sehr als Entwicklungspolitiker, dass wir hier erneut die Hürde geschafft haben, 4% der humanitären Hilfe für Bildung auszugeben. 4% für humanitäre Bildung heißt, dass diese Bildungssituation in den Flüchtlingscamps, in den Krisenregionen verstärkt werden. Davor waren wir bei 2% und das ist uns auch für das kommende Jahr 2017 gelungen. Ein weiterer Punkt, der hier intensiv besprochen wurde, bei uns auch in der eigenen sozialdemokratischen Gruppe, war die Frage, ob wir ein freies Interrail-Ticket brauchen. Und derzeit geben wir zu wenig aus für Erasmus+, für die Jugendaustausche, aber auch für das Jugendgarantieprojekt Youth Guarantee, wo es darum geht, dass junge Leute in Ausbildungssituationen kommen, dass sie unterstützt werden. Wir brauchen dieses Projekt gerade für die südeuropäischen Länder, weil dort die Jugendarbeitslosigkeit so hoch ist. Und von daher haben wir für uns beschlossen, dass wir auch in der Öffentlichkeit ganz klar sagen, diese Projekte sind uns wichtiger, Jugendarbeitslosigkeit zu reduzieren, als jetzt zusätzliches Geld für ein freies Interrail-Ticket aus europäischen Mitteln hier zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus gab es zentrale Fragen wie CETA. Kommt es oder kommt es nicht? Kommt es zu der Unterschrift, sodass wir damit auch parlamentarisch uns zum ersten Mal dann mit dem Abkommen jetzt auseinandersetzen können? Die Verhandlungen sind bis gestern in Stocken geraten. Wir haben diese Woche noch keine Unterschrift, aber sind grundsätzlich optimistisch, dass wir hier auch von Belgien ein grünes Licht bekommen können, sodass wir zur ersten Unterschrift kommen. Das heißt, uns damit parlamentarisch damit befassen können, ob CETA dann wirklich so kommt. Das müssen ja dann wiederum erstmal die nationalen Parlamente bestimmen. Und auch Belgien wird wahrscheinlich eine Klausel bekommen, so wie uns das Bundesverfassungsgericht das gegeben hat, dass man selber noch aussteigen kann. Und vor dem Hintergrund warten wir gespannt, wie sich diese Frage in den nächsten Wochen hier weiterentwickelt. Insofern das als spannende Punkte aus der Plenarwoche. Ich selber fahre aus der Plenarwoche, wo wir intensivst auch über die Pressesituation in der Türkei gesprochen haben, eventuell noch zum Ende der Woche in die Türkei. Çanakkale, eine Stadt im Südosten des Landes, ist gerade in Aufruhr. Die Bürgermeister wurden verhaftet und uns geht es darum, Solidarität zu zeigen. Es kann nicht sein, dass die aktuelle Regierung hier die Menschenrechte aushebelt und wir müssen Solidarität zeigen, dass die Menschen, die dann auch inhaftiert werden, dass das vor dem Hintergrund einer berechtigten Situation entsteht und nicht einfach hier politische Gegner aus dem Verkehr gezogen werden bei einem Land, was Mitglied der Europäischen Union werden möchte. Als letztes noch eine offene Frage. Wir werden diese Woche noch bestimmen, wer den Sacharow-Preis bekommt. Und vor dem Hintergrund kann es doppelt spannend sein. Einer derjenigen, der vorgestellt wurde und der in die letzte Runde gekommen ist, ist Cem Dündar, ein Journalist, der aus der Türkei jetzt nach Deutschland gegangen ist, weil er dort um sein Leben befürchtet hat und erneut inhaftiert zu werden. Ich habe ihn gestern kurz gesprochen, ist sehr beunruhigt darüber und wir müssen abwarten, was jetzt gleich, und Sie hören das Klingeln, hier bei uns besprochen wird, beziehungsweise die Entscheidung jetzt gefällt wird, wer den Menschenrechtspreis, den Sacharow-Preis bekommt. Insofern alle Grüße hier aus Straßburg. Ich muss jetzt ins Plenum, wie Sie hören, und wünsche bis dahin alles Gutes. Folgen Sie mir auf Twitter und Facebook und treten Sie mit mir in Kontakt. Tschüss.